gute Gene haben wir auf jeden Fall wiedergekriegt. Dann haben wir wieder mal 5 hier. Bauen noch mal ein paar Pflanzen ein. Hier ist eine Pflanze. Da ist noch eine Pflanze. Ich weiß nicht, wie viele man tatsächlich so benötigt. Ob das so sinnig ist, alles mitzunehmen, was man findet. Oder eher weniger. Aber ich mache jetzt einfach mal ein bisschen auf Vorrat. Die wartet ja auf uns, ne? So, jetzt kommen hier die nächsten. Hier war doch noch was. Na, wo sind sie? Im Moment müssen sie kommen, da vorne sind sie. Nehmen wir die Armbrust. Hallo? Ah, ich habe die gar nicht ausgerüstet, sehe ich gerade. Nehme ich mal die Armbrust. Das war ein Treffer. Aber scheint ihn nicht wirklich zu kümmern. Dreht da hinten nur im Kreis. Okay, macht aber eh so wenig Damage, dass sich nicht lohnt. So, und drauf da. Der zweite kommt von der Seite, da weiche ich mal so aus, dass ich dich so ein bisschen sehen kann. Und weg. Okay, der explodiert jetzt, von denen halten wir uns so ein bisschen fern, nicht wie gerade. Oh, da kommt der nächste schon, okay. Das sollte ich mir mal ansehen. Stirb. Wieder zwei hinter uns. Auch ein bisschen Flammen. Das mögen die nicht anscheinend. Ist das eine ganz gute Sache. Und weg, bevor der explodiert. Explodiert der andere auch schon? Nein. Dann könnten wir mal einen Pfeil reinjagen eigentlich, ne? Oder auch nicht. Und wenn er Nahkampf will, dann kriegt er Nahkampf. Oh, oh, weg, 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 weg. Und nochmal eine Runde Honig. Wieder auffüllen von Gegenständen. Öl, Bombentränke werden bei Verwendung verbraucht und können aufgebraucht werden. Um deine Vorräte wieder aufzufüllen, öffne das Meditationsfenster. Wenn du starken Alkohol bei dir aus, bei der Ausrüstung hast, wird er automatisch zum Auffüllen aller deiner alchemischen. Ich sollte den Pferdekadaver untersuchen. So. Da sind noch mehr. Ist mal was? Und dann können wir eigentlich auch einen Kampf speichern. Nein. So, der brennt da schon mal vor sich hin. Scheint echt gar nicht mal so verkehrt zu sein, die so ein bisschen brennen zu lassen. Und er hat den anderen mit in den Tod gerissen. Das ist sehr gut. Und Feuer. Und weg hier. Das müsste ja reichen, oder? Gut. Gehen wir davon aus, dass der da hinten jetzt platzt. Und wir durchsuchen hier einmal die Leichen. Und dann meditieren wir gleich mal eine Runde hier. Vorne ist noch eine Leiche. Das klappt doch schon mal besser. Also ich sollte auf jeden Fall mehr meine Hexer-Fähigkeiten einsetzen, wenn ich das so richtig sehe. So, einmal speichern. Und eine Kurzmeditation von 2-3 Stunden. Starker Alkohol fehlt in den Ausrüstungsgängchen. Okay, dann haben wir jetzt nichts wieder aufgefüllt. Hätten wir starken Alkohol, wäre das anscheinend wieder aufgefüllt worden. Schön. So ein Aufgang hier. So, was willst du mir zeigen? Pferdekadaver soll ich angucken. Machen wir doch. Was haben wir denn da? Gucken wir uns die Knochen an, nicht? Hier schon eine Weile. Und der Sattel? Der Sattel ist angebissen. Nekrophagen fressen heutzutage aber auch alles. Riesige Klauen. Das war kein Nekrophage. Ein Hufeisen fehlt. Zufall? Oder ist das vielleicht das Tier, das in der Räucherei eins verloren hat? Haben wir ein Hufeisen gefunden? Kann mich nicht dran erinnern. Wir haben zwar Spuren gesehen, aber einfach abgerissen. Das erfordert enorme Kraft. Sieht auf jeden Fall ein bisschen verwesen aus. Muss eine mächtige Kreatur gewesen sein. Hat sie kalt erwischt. Hoffentlich sind sie entkommen.
Die Spur führt weiter. Sind sie entkommen und wir werden wahrscheinlich gegen sie kämpfen müssen, gegen diese Kreatur. So. Hier ist noch Kraut. Ich guck mal ganz kurz. Haben wir. Ah, wir können jetzt aus diesem Blut. Können da große Mutagene herstellen raus. Okay, wenn wir mehrere haben, die sind dann wahrscheinlich stärker, einfach nur. Oh, das hier könnten wir jetzt herstellen weiter. Ich mach das einfach mal. Jetzt können wir noch irgendwas herstellen? So, gut. Brauchen wir anscheinend auch noch... Oh, das ist ein Feuerschwimmer mit. Wir nehmen alles an Gegner mit, was wir kriegen können momentan. Aber die bringen alle nicht so viel Level. Also ich habe das Gefühl, man kriegt halt auch wirklich nur durch die Quests wirklich Level. Und alles andere lohnt sich so semi, ne? Ich bin mir echt nicht sicher. Vorne ist noch ein Gegner. Ich habe dich doch gesehen. Ja, du Wolf. Okay, die geht jetzt auf jeden Fall inzwischen ganz gut. Da sind auch wieder Gegner. Nochmal schnell zwischenspeichern. Nicht, dass wir alles wieder nochmal machen müssen. Ups. Na komm. Stirb. Schön. Dann muss ich mir später mal, wenn wir das nächste Mal in der Stadt sind, angucken, wie wir die Sachen hier auseinandernehmen und was sich da lohnt, auseinanderzunehmen. Am besten wäre natürlich, wenn wir irgendwie so mal so ein Banditenlager finden würden oder irgendwas, wo wir vielleicht auch mal Sachen kriegen würden, wie alte Schwerter, wo wir uns dann Neues basteln könnten raus oder so, oder? Ich weiß es nicht genau, aber ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so verkehrt wäre. Wenn wir hier mit unserer kleinen Küchenaxt rumrennen, wäre das auch nicht so geil. Okay, hier ist auf jeden Fall scheint der nächste Punkt. Brennt da Licht drin? Sind die da drin? Fischerhütte. Ist auf jeden Fall nichts Rotes. Ich möchte wohl, dass ich sie mir näher ansehe. Da ist ein Typ drin. Was hat der? Oh, und Kinder. Wer ist das? Da? Nach nebenan. Geht schon. Was suchst du hier, Fremder? Unsere Hütte hat nichts zu bieten. Wir haben nichts. Wir wissen nichts. Ich suche jemanden. Zwei Frauen. Die Ehefrau und die Tochter des blutigen Barons. Hier war niemand, Herr. Wirklich? Kam hier keiner vorbei? Die Tochter ist mittelgroß, etwa 20. Ihre Mutter schlank, etwa 40. Gesehen? Die kam doch neulich in der Nacht, oder Mama? Still, Junge. Was ist mit der Frau passiert, die hier war? Wen hast du gesehen? Kannst du sie beschreiben? Ich will der Frau helfen. Vielleicht ist sie in Gefahr. Der Junge hat nichts gesehen, Herr. Er ist noch ein Kind. War nur ein Traum. Dann soll er mir seinen Traum erzählen. Also, Kleiner, was hast du gesehen? Wer war hier? Papa hat sie abends mitgebracht. Die Dame, die Medizin macht. Sie hatte Angst. Sprach von einem grässlichen Monster und dass sie zurück muss. Wohin weiß ich nicht. Mama und Papa haben sie aufgemuntert, ihr neue Kleidung gegeben. Ihre war zerrissen. Und was ist mit der Frau passiert, die hier war? Wo ist das Mädchen hin? Dein Sohn hat's verraten. Es bringt nichts, sich dumm zu stellen. Du siehst nicht aus wie die Männer ihres Vaters. Weil ich's auch nicht bin. Ich suche Tamara und ihre Mutter. Ich muss wissen, ob sie am Leben und in Sicherheit sind. Tamara ist es, ja. Sie ist zu meinem Bruder nach Ochsenfurt. Aber Frau Anna, das ist eine andere Geschichte. Aber überall ist's besser als auf Krähenfels mit dem Baron. Warum? Weil er sie geschlagen hat, Herr. Die Frau Anna, meine ich. Alle haben es gewusst, aber keiner hat was gesagt. Okay, wo ist die Frau des Barons? Was ist mit Tamaras Mutter passiert? Es war so. Ich habe in der alten Räucherei gewartet, mit Pferden. Kalt war's und dunkel. Konnte fast nichts vor Augen sehen. Der Mond stand schon hoch, doch sie kam nicht. Hab schon gedacht, ein Dämon hätte sie geholt. Aber dann kam sie doch. Und wir sind zum Fluss. Dann gab's auf einmal einen Sturm. Dacht schon, der reißt mir die Rübe ab. Und dann diese Mistvögel. Riesenschwärme überm Wald. Haben gekreischt, dass ich aus den Ohren geblutet hab. Frau Anna hat geschrien.
hat sich gekrümmt. Tamara hat sie an den Armen gehalten. Da habe ich's gesehen. Das Brandzeichen auf den Händen. Das hört sich alles andere als gut an. Da wird wohl ein Monster auf uns warten. Na, erzähl mir von diesem Brandzeichen. Sie hat, also, wie von einem Brandeisen. Auf ihren Händen, innen. Brandeisen? Wie bei Tieren? Sache, genau. Ja. Aber das waren keine verkrusteten Narben, sondern glühend heiße, als würden sie noch brennen. Okay, das war wohl der Dämon. Was geschah dann? Na gut. Und was geschah dann? Es wurde immer dunkler. Als wären die Sterne erloschen. Und auf einmal verstummten die Grillen. Und dann, aus dem Wald, dieses Brüllen. Mir brach der Angstschweiß aus und mein Atem stockte. Da sprang eine Kreatur aus dem Wald, so groß wie eine Scheune, mit Hörnern und zwei glühenden Kohlenstücken als Augen. Dachte schon, das war's. Das Viech griff Frau Annas Pferd an, riss ihm den Kopf ab, trug sie in den Wald, unsere Pferde. Meins und Fräulein Tamaras erschraken und rissen sich los. Nur deshalb sind wir entkommen. Das Fräulein wollte zurück, nach ihrer Mutter suchen. Aber Mama flehte sie an, bis sie davon absah. Sagte, alleine würde sie dort draußen sterben. Okay. Warum hast du ihnen geholfen? Warum hast du ihnen geholfen? Du hast einiges riskiert. Ich habe Fräulein Tamara was geschuldet. 3 Monde zuvor hatte mein Junge Fieber. Wir dachten schon, er würde sterben. Tamara hat davon erfahren. Versorgte uns mit Essen und Salben. Wir sind bettelarm. Sie hat meinen Jungen gerettet. Kein Zweifel. Ich selbst hätte mich nie getraut. Aber mein Weib hat gesagt, wir leben in einer Zeit von Krieg und Hass. Das Volk geht einen falschen Weg. Wir müssen Gutes mit Gutem vergelten. Wer nichts tut, dient dem Bösen. Du hast eine kluge Frau geheiratet. Eine kluge Frau mit komischen Haarschmuck. Ist eine Schande, dass wir Frau Anna nicht retten konnten. Komischen Ring im Kopf. Naja, danke für deine Hilfe. Ich werde da mal gucken, ob wir irgendwas machen können. Danke für deine Hilfe. Dem Fräulein, dem wird's doch gut gehen, oder? Dafür gebe ich mein Bestes. So, was ich mir nochmal angucken will. Was hat die da um den Kopf rum, um die Mütze? Komische Kette mit Ringen dran. Soll das einfach nur beschweren, damit das Ding da drauf bleibt? Oder was soll das sein? Oder ist das ein Kordel? Keine Ahnung. Okay, hier werden wir auf jeden Fall mal nicht stehlen und mal rausgehen. Gucken, was unser Geist hier sagt. Wir trennen sich also unsere Wege. Ich danke dir, Dea. Geh in Frieden. Tschüss, fliegender Geist eines Kindes. Der mir ein bisschen, naja, komisch wirkte. So, erstmal holen wir Plötze her. Komm her, Plötze. Wo bist du, altes Ackergaul, ey? Hier hinten bin ich. Einmal drumrum, bitte. Nicht gegen den Zaun. Och, Plötze, was hast du schon wieder genommen, ey? So, auf geht's. Immer das Gleiche mit der alten Plötze, ey. Jetzt sprechen wir mit dem Baron über seine Familie und danach suchen wir Tamara, wenn ich das richtig verstehe. Haben wir nicht schon oft genug mit dem Baron über seine Familie geredet? Mensch. Gucken. Ich halte mal die Augen offen nach dem Schmied und gucke, was wir da so vielleicht zerlegen können von dem, was wir noch haben. Haben auf jeden Fall schon wieder fast ein halbes Level hier gemacht. Doch gar nicht mal so schlecht hier in den Kämpfen zwischendurch, obwohl die ja jetzt alle zur Hauptquest gehören. Also da ist jetzt irgendwie ja nichts Tolles Neues gewesen. Na komm her. Ab hier rüber. Langsam. Du wirst so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Mann hat auf einen tollen Posten, was? Nicht übel. Ich halte gerade mal ein bisschen die Augen nach links und rechts offen. Ob hier irgendwo ein Schmied da oben müsste bestimmt einer drin sein, oder? Wir sind sogar durchs Tor gekommen, die Plätze.
oder zu den letzten Mal. Ich würde mal sagen, Plötze lassen wir hier irgendwo stehen. So, Plötze, bleib mal hier, sei brav. Ne? Gieß ein bisschen was von dem Gras hier, was du finden kannst, und hab Spaß. So. Da vorne ist doch der Zwerg, ne? Genau. Hey Zwerg. Wie kann was hast ich du für uns? Oh, kannst du mir irgendwas herstellen oder so? Ich brauche eine Rüstung. Moment, da hatte ich doch noch irgend so eine Dialogoption, oder? Ja, ganz kurz gucken. Ich suche einen Meisterschütz. Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Nun, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk, wenn ich so sagen darf. Das würdest du gerne. Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig. Faucht bei jeder Gelegenheit. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder noch den Scheißen den Arsch abwischen? Hol nicht rum, Zwerg hier, ey. Ginge das denn? Stabil und leicht reicht völlig. Also, ich muss das wählen. Klingt toll. Kannst du solche Rüstungen anfertigen? Nein. Aber wenn du jemanden findest, der das kann, würde ich ihn gerne kennenlernen. Du musst eines über Rüstungen wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür. Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Tordaroch auf Undvik benutzten. Joanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst die Leute nicht mit deinen skelligen Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordaroch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben, die Schmiede könnte aber noch stehen. Klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Ja, das haben wir gerade gesagt, Mensch. Wisst ihr denn, wo die Schmiede ist? Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Okay, dann ich suche lebt das wohl. Werkzeug, wenn ich das nächste Mal in Skellige bin. Lebt wohl. Eigentlich wie kann ich noch helfen? Mehr. So. Und zwar. Ich brauche eine Rüstung. Kann der mir nur Rüstungen anfertigen oder auch irgendwie Waffen oder so? Herstellen können wir aus den Sachen, die wir haben, hier wohl nicht so viel. Doch hier, Seide können wir herstellen. Hier zur Herstellung von Ausrüstung, was haben wir hier? Die können wir zweimal herstellen. Das war's, glaube ich, auch, ne? Das hat uns, glaube ich, sogar Geld gekostet. Hier könnten wir Rüstung herstellen. Für unsere alten und dann daraus was Besseres machen, okay. Aber dafür fehlen uns Zutaten. Nun gut, aber wenn wir eh das nächste Mal bei Skellige sind, jetzt gucken wir mal, was wir hier zerlegen können. Das kostet alles Geld. Okay. So, das Stahlschwert mache ich mal nicht kaputt, aber das Ding hier. Jetzt müssen wir so Eisenbarren. Das hier, da kriegen wir die Leder noch mit raus. Was ist das hier? Gehärtetes Leder. Da kriegen wir Eisen raus, das ist ein Kronleuchter. Ich glaube, solche Dinge lohnen sich doch, oder? Welche Kästchen und so, die wir eh für nichts anderes verwenden werden. Stahlbarren. Fechtdraht. Was ist das hier? Goldringe. Kriegen wir Goldklumpen raus. Machen wir mal. Und da kriegen wir Barren raus. Erz. Pfeife können wir bestimmt auch kaputt machen. Was ist das hier oben? Das könnten wir auch anwenden im Normalfall. Ich weiß nicht. Ich glaube, das bringt uns bis jetzt alles nicht so.
Wirklich, das haben wir gerade selber erst hergestellt. Hier die kaputten Dinger können wir auf jeden Fall mal kaputt machen. Ah. So. Ich glaube, viel mehr bringt uns das Ganze auch gerade nicht. Wenn ich jetzt RB drücke, komme ich hier zum Handeln. Was brauchen wir? Kriegen wir irgendwas von ihm, was uns das nutzen könnte? Beziehungsweise will er irgendwas von uns, was wir nicht mehr brauchen? Hier haben wir jetzt auf jeden Fall einiges drin für Handwerk. Einiges, was er nicht will. Er könnte uns zumindest ein paar Barren geben, ne? So. Reparieren. Verbesserungen entfernen. Reparieren. Wir können auf jeden Fall mal hier das eben ein bisschen reparieren. Ist vielleicht gar nicht so dämlich, aber wir haben gar kein Geld mehr. Okay, dann können wir das eh vergessen. Vielleicht sollten wir das Geld so ein klein bisschen mal sparen. Ich weiß es nicht. So viel scheint man nicht zu kriegen. Oh.